Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft und ich bin der King und ich werde heute meine Burg verteidigen, denn die Mission ist, diese schöne Festung von den Schergen des Bösen zu verteidigen, die hier in Form von Zombie-Pigmans angerannt kommen in Massen und das Ganze nennt sich Castle Siege und ist ein super witziger Modus auf einem der größten englischen Server. Und wie ihr schon seht, wer Herr der Ringe gespielt hat, der wird manche Parallelen, also wer Herr der Ringe gesehen hat, der wird manche Parallelen zu Herr der Ringe finden, zu der Schlacht von Mordor und was weiß ich was. Nämlich auch mit den, mit diesen explosiven Bombenzombies, die versuchen, die Mauern wegzusprengen. Und ja, es gibt übrigens hier gibt es einen wunderschönen Aufgang, den man ziemlich leicht verteidigen kann. Und hier auch wieder ein großer Aufgang. Und ganz hier ist der dritte Aufgang mit einem Fluss, wo sie heraufspringen können. Und hier seht ihr schon wieder Zerstörung pur. Und wir haben für das Ganze 7 Minuten Zeit. Und unser König, der gammelt hier drin, der heißt Captain Sparkles und hier King Sparkles. Also sogar mein Name ganz am Anfang drauf und der hat 40 Leben und wenn die Zombies so weit kommen, dann haben sie gewonnen. Und das Besondere ist, die Zombies sind nicht einfach nur Zombies, sondern das sind andere Spieler, die immer wieder respawned werden. Und das ist der Vorteil der Zombies, die werden gerespawnt, aber wir Bogenschützen, wir müssen ohne Respawn auskommen. Hier seht ihr schon, hier habe ich einen Explosionszombie weggesniped. Und ja, meine ganze Taktik ist einfach, am Anfang bin ich immer so mit dem Schwert so voll übertrieben reingerannt und habe versucht, so viel wie möglich zu machen, aber das Beste ist einfach, nicht versuchen zu sterben und nicht einen Helden zu spielen, sondern einfach nur ein bisschen da schießen und man sieht auch diese Skelett-Zombies, die können unsere Pfeile aufsammeln und damit uns zurückschießen. Und hier seht ihr schon die toten Spieler, die toten Bogenschützen, die werden als Zombies wiedergeboren und also, nein, nicht als Zombies wiedergeboren, sondern als Hunde wiedergeboren und unterstützen uns im Kampf. Und wie ihr seht, es gibt nur noch 26 Spieler, 10 sind schon gestorben und ja, aber wir halten uns derweil noch ziemlich gut, wenn ich das mal so sagen darf. Und hier seht ihr schon, es gibt die Ritter, die haben Rüstungen und Schwerter und die können Barrikaden errichten. Und hier seht ihr schon, der kommt schon. Der sprengt unsere Barrikaden weg, aber es ist alles halb so schlimm, solange sie nicht schaffen, hier ein richtig fettes Loch zu machen. Und ja, der Modus ist einfach wirklich, also mir macht der Spaß, weil man einfach nicht wirklich, weil er nicht wirklich anspruchsvoll ist. Man muss nichts können, man muss nur überleben und es gibt viele andere Spiele, die auch mitmachen können, aber man hat keinen Killscore oder so, oder wow, Mann, ich war so schlecht. Und hier seht ihr schon, sind schon gefährlich nahe. Und es ist grundsätzlich so, dass eigentlich immer, also meistens die Zombies gewinnen, weil sie einfach so viel Zeit haben. Wir haben noch 5 Minuten Zeit, hier uns zu erobern. Und sobald einfach zu viele Spieler gestorben sind, man merkt schon, es sind schon 14 Wölfe, das heißt 14 gestorbene Spieler. Und ja, das kann, man merkt schon, dringen immer weiter durch. Und man muss immer aufpassen, wenn man da oben steht, dass einem die Skelett-Zombies leicht runterschießen können. Und da stirbt man ziemlich leicht. Und das hier ist zum Beispiel für uns vom Vorteil, weil die ihre eigene, ihren eigenen Weg weggesprengt haben. Und ja, das dadurch kommen sie fast immer langsamer weg und hier haben sie, sind sie wirklich schön in der Falle. Mein Internet
laggt schon wieder ein bisschen. Das kann einfach daran liegen, dass ich ziemlich weit weg vom WLAN bin. Aber warte mal, hier zum Beispiel, manche Ritter haben sogar Pferde und ich habe sogar schon Hunde auf Pferde reiten sehen. Aber ja, jedenfalls ganz wichtig, nicht den Helden spielen, immer schön hinten bleiben. Denn ja, du bist ja, ich bin ja schließlich die Elite und ja, wenn ich sterbe, dann geht alles zum Gar raus. Ich glaube, ich suche mir schon langsam einen besseren Platz, denn irgendwie, ihr könnt es schon ziemlich schnell brenzlig werden. Und hier sieht man, die müssen diesen langen Weg gehen und dann da reinkommen. Oder sie schaffen es hier weiter hinten etwas frei zu bomben. So. Und hier, jetzt kommen wir zum VIP-Platz, wo nur die besten Spieler hin dürfen. Und hier kann man eigentlich fast nicht sterben, außer die Zombies gehen rundherum und versuchen von hinten mich herunterzuhauen. So, und wie ihr seht, von hier aus geht es ziemlich einfach weiter. Und ja, mein Killcount wird immer größer und jetzt wird es gefährlich. Sie haben einen schönen Weg vorbeigeschossen. Aber wir können das Ganze noch halten. Aber irgendwie an allen Fronten wird es derzeit brenzlig. Und wie ihr seht, ich glaube, die Wölfe, die können hier, also hier, schön verteidigen. Und hier dieses Pferd da. Keine Ahnung, was sich das bringt, das Pferd, weil ja, irgendwie, ja. Und wo man das bekommt. Aber es gibt auch auf diesem Server ein Punktesystem, mit dem man sich super tolle Dinge kaufen kann. Wie Charakter, was weiß ich was. Und ja, ich glaube, da kann man sich auch Pferde kaufen. Und ja, wow. Die Musik nimmt ziemlich an Zahn zu. Ich habe nämlich eine neue Playlist ausprobiert. Weil irgendwie das LP-Radio, das ich bis jetzt genommen habe, eigentlich nie funktioniert habe. Und wow, wie ihr seht, ich glaube, die kommen schon ziemlich weit herein. Ich muss mal meine Pflicht erfüllen und hier runter schauen, ob alles in Ordnung ist. Und ja, sie haben es noch nicht geschafft, den Damm weiter zu unsere Verteidigung zu durchbrechen. Ich habe mich gerade selber abgeschossen, ganz intelligent. So. Wie schon gesagt, gut, dass wir hier weggegangen sind, denn sonst wären wir hier überrannt worden. Und es sind nur noch 13 Spieler übrig gegen 23 Zombies. Und ich glaube, wir werden es kaum schaffen. Und der hier hängt hier fest, sein Pech. Und ja, ganz wichtig ist wirklich man sieht schon, die Explosionszombies so schnell wie möglich zu töten. Denn wenn die es einmal zu weit schaffen, dann hast du so gut wie verloren. Und ich habe keine Pfeile mehr, aber obwohl ich einen Unendlichkeitsbogen habe, was ist das für ein Schwachsinn? So. Gesniped wird. Und ja, man muss schon sagen, als Bogenschütze, also als Mensch, ist es schon fast abwechslungsreicher. Aber auch als Zombie hat man halt den Vorteil, dass man nicht sterben kann und immer wieder respawnen und so. Und auch meistens gewinnen. Und hier seht ihr schon, die sind, ich weiß nicht, wie der darauf gekommen ist, aber kommen schon immer gefährlicher in unsere Basis hinein. Und haben noch eine Minute Zeit. Ich glaube, das wird ein Win. Wenn nicht irgendetwas passiert, man sieht schon, der Sonnenaufgang kommt langsam her. Und okay, irgendetwas laggt hier und ich glaube. Ich glaube, ich begebe mach. Wow, das kann gefährlich werden. Ich glaube, ich bleibe lieber mal hier unten und man sieht schon. Oh, nein.
Die Zombies kommen immer weiter näher und wir haben nur noch eine Minute zu überleben. Nein. Und der König hat schon Leben verloren. Und ich schieße hier einfach. Nein, 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 ein Explosionssammeln. Die Lücke ist wieder. Ich glaube, der hat uns sogar. Der hat uns sogar das Leben gerettet, glaube ich. Diese Explosion hier. Jetzt kommen da fast nicht mehr rauf. Und irgendwie die Zombies, also. Der Sog an Zombies ist versiegt. Und man sieht schon, die Sonne geht auf. Und. Ich glaube, wir haben noch 23 Sekunden. Nein, 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 nein. Verteidigt deinen König! Man sieht schon, er hat schon wieder ein Leben verloren. Wow. Das ist eben das Schöne als Zombie, wenn du wirklich da hineinhüpfst und einfach so oft auf ihn schlägst, dann kannst du ihn sogar alleine umbringen. Deshalb ist jeder Zombie gefährlich. Aber wir haben noch 2 Sekunden und das ist der Win! Wow! Und das, obwohl man fast immer verliert als Verteidiger. Und ja, liebe Leute, das war Castle Siege und das war es für heute. Abonnieren und kommentieren und ich werde der größte YouTuber aller Zeiten. Haut rein!